Und willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir sind hier immer noch in unserem kleinen Dungeon, beziehungsweise den Dungeon hat ja jemand anders gebaut. Und wir besuchen den, beziehungsweise plündern den mal aus. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und legen direkt wieder los, ne? So, nochmal einmal den und dann den. Dann den AOE. Der wird wahrscheinlich ist ganz wichtig eigentlich. Dass wir den so oft wie möglich benutzen. Das wird wieder verdammt knapp. Das schafft man nicht. Aber zwei haben wir immerhin umhauen können. Ganz knapp. Ach du meine Güte. Wie viele Schulden haben wir denn schon angesammelt? Ich will es nicht wissen. Gucken wir mal kurz. Ach. Haha, haha. Wir können hier keine Schulden mit dem Avatar sammeln. Das ist natürlich perfekt. Ich guck gerade mal kurz, was die denn da so schreiben. Ja, okay. Die unterhalten sich nämlich gerade insgesamt ein bisschen über Online-Games. Ion und Terra und so weiter, wie die so sind von der Grafik her. Weil Terra ja mit einer Bombengrafik angepriesen wird. Und da hat einer sich den Spaß gemacht, ja, das Spiel ist grafisch so gut, dass er hier wieder zu EverQuest 2 zurückgekommen ist. Ui, die können auch interessant hüpfen, diese Dinger hier. Einfach mal so nebenbei bemerkt. Oha, wie sollen wir denn das da packen? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier ist alles voll mit Orks zugeknallt. Aber sowas von. Und dazwischen noch Patrouillierende und so. Boah. Ich glaube, wir haben uns hier wirklich den allerbesten Dungeon rausgesucht, den es gibt. Wer Ironie kennt, der möge sie jetzt ignorieren. Oh, jetzt dann sie uns auch noch, die Mistviecher. Komm, ich will dich noch immer. Noch einen, dich noch. Oh, verdammt. Naja, immerhin zwei haben wir wieder gemacht. Die Vierergruppen sind einfach zu extrem stark gemacht. Das nennt der Solo-Speedrun. Also, ich finde, da hat er ein bisschen übertrieben. Naja, aber wir meinen, wir haben jetzt gleich den auch noch umgehauen. So. Scroll mal rein, so, dann kann ich ein bisschen besser navigieren hier. Hier muss ich, glaube ich, jetzt mit ganz viel Fingerspitzengefühl rangehen. Und rausziehen. Boah, wie soll man das denn machen? Ich glaube, jetzt habe ich die ganze Zeit. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wie soll man denn diese Scheiße hier machen? Ich habe jetzt einen umgebracht und einmal sterben für einmal umbringen. Aber komm, den Dungeon ziehen wir jetzt auch wirklich durch. Ja, den, was die da so schreiben, den kann ich nur zustimmen. Das beste MMO ist eigentlich immer das, was man zuallererst spielt. Mit allen anderen wird man eigentlich nie so wirklich wird man sich nie so wirklich anfreuen. Warum auch immer. Ist einfach irgendwie so. Jetzt kommen schon wieder die ganzen Orks. Naja, wir machen die Patrouilleure mal weg. Einen weiteren getötet. So langsam kommen wir voran. Ich bin ja mal gespannt, wie oft wir noch sterben werden. Noch gefühlte paar hundert Mal wahrscheinlich. So. Machen wir mal den.
sind hier weg. Jetzt kommen wir noch mehr, oder? Ne, das sind gleich viele wieder. Aber immerhin, wir haben wieder einen geschafft. Wir kommen voran. Ich bin ja mal wirklich gespannt, wie viele Erfahrungspunkte am Ende. Okay, wir haben einen Pfeil hoch sogar. Als Avatar, aber... Ein Pfeil hoch zählt so viel wie zwei Gegner. Also wir kommen eigentlich mit zwei Gegnern vernünftig klar. Mit alles, was mehr ist, ist zu viel. Aber ich glaube, die drei könnten wir schaffen. Eieiei, noch mehr. Noch ein Ding. Komm, den schaffen wir noch. Irgendwie schaffen wir den noch. Nein! Verdammt! Ah, oh, das war aber verdammt knapp. Verdammt knapp. Ah. Also, es ist weder ein Solo-Run noch ein Speed-Run. Das kann man echt so behaupten. Naja, aber wir müssen hier jetzt durch. Mein Ehrgeiz hat mich gepackt. So, jetzt sind es nur noch drei. Die drei dürften wir aber dann gleich schaffen. Ich hole mal kurz auf die Uhrzeit. Ach ja, haben schon wieder die Hälfte der Folge voll. Das ist eine Aufnahmesession, die sich rund um den Dungeon-Hersteller kümmert. Ja, das könnte sogar stimmen. Da behauptet einer, EQ1 sehe besser aus als WoW. Ich kenne WoW nicht, aber EQ1 war für die damalige Zeit schon ziemlich on top, auf was die Grafik angeht. Also ich meine, heutzutage ist es absolut vielleicht wirklich augenkrebserregend, aber das soll mal jeder dann auch selbst entscheiden. Ich selber bin ja auch noch am Nachdenken, ob ich nicht vielleicht noch ein Let's Play starte von irgendwie im Spiel. Nur, ich habe da mehrere Ideen, aber kann mich nicht entscheiden. Aber ich kann zeitlich nur, wenn überhaupt, noch ein weiteres Let's Play, eine Folge pro Woche bringen, die dann aber etwas länger wäre. Vielleicht eine einstündige Folge pro Woche, aber welches Spiel? Ich bin am Schwanken zwischen noch einem MMO, also Aion wäre das, einem Nicht-MMO, das wäre ein Strategiespiel dann. Was wohl einige, vielleicht einige nicht unbedingt kennen würden. Komm, den schnappen wir uns. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den ganzen Raum gepult. Na gut, ich habe fast den ganzen Raum gepult, zwei Wölfe schon wieder. Und dann. Was hatte ich noch im Kopf? Ach ja, genau. Das dritte Spiel wäre Aion. Diablo 2 gewesen. Was ich eventuell machen würde. Also wenn ihr da spezielle Wünsche habt, könnt ihr sie einfach mal in die Kommentare schreiben. Da habe ich nichts gegen, da auch mal drauf einzugehen. Ah, ich glaube, das wird der erste Boss in Anführungsstrichen hier in diesem Raum. Die dürfen wir auch... Ah, na okay, mit den beiden Rabauken daneben nicht unbedingt. Skelettierte Viecher wieder. Aber das sind drei. Drei Stück dürften wir eigentlich schaffen. Hier sind es vier. Vier wird schon schwieriger. Ach ne, hier sind auch vier. Ich glaube, der nächste Tod steht uns bevor. Oh, zeitlich können wir noch ein, zwei Versuche machen. So, dann machen wir die eben schnell. Die unterbrechen ein. Das ist schon wieder fies.
So, einen haben wir umgehauen. Komm, Nummer 2, du bist dran. Nummer 2 haben wir auch, aber Nummer 3 schaffen wir nicht mehr. Vielleicht ist mit Speedrun auch gemeint, Speed vom Todesstein wieder nach vorne laufen und nochmal angreifen oder so. Okay, anscheinend diskutieren sie so extrem angeregt, weil GMs online sind oder so. Ja, das kenne ich eigentlich auch immer aus MMOs, dass GMs nie online sind, wenn man sie braucht. Könnt ihr mal eure Erfahrungen sagen, wenn ihr ein MMO spielt oder so. So, hopp, alle Kohle drauf. Gestunt, scheiße. Ja, danke. So kann ich natürlich gut kämpfen, wenn ich dauer gestunt werde. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal in diesen Dungeon, in solche Dungeons gehe, hole ich mir Unterstützung von mindestens noch einem weiteren. Alleine ist das einfach zu extrem. Oder ich habe einfach einen scheiß Avatar ausgewählt. Kann ja auch sein, dass die Spinne so extrem überanfällig ist. Jetzt habe ich ein paar Hakelbilder. Na wunderbar. Beruhige dich. Beruhige dich. Beruhige dich. Okay, jetzt geht's wieder einigermaßen. Okay, dann können wir weitermachen. Nächsten Erzwinger. Ich starte mal direkt hier mit dem Stärkungsskill, damit der schneller verfügbar ist. Ich werde da vielleicht alle drei hier schaffen. Einer schreibt, hier sind bei, in diesem Spiel sind zum Glück nur die Add-ons ein bisschen lieblos. In anderen Posts ist schon der Release lieblos. So. Ich glaube, die drei können wir auch packen. Wenn wir sie richtig pullen, dann kommen auch keine anderen dazu. Müssen wir nur schon wieder warten, bis wir wieder voll sind. Ich gucke auf die Zeit. Ja. Könnte man schon wieder einen Cut machen. Aber die, ich glaube, die drei dort vorne machen wir noch und dann gibt es den nächsten Cut für diese Aufnahmesession. Das hier ist übrigens Anzeige-Bug mit, ihr habt plus 0 Erfahrung erhalten. Am Ende bekommt man schon einen ganzen Erfahrungsschub eigentlich. So. Also ich will eigentlich schon vollgeheilt rangehen, aber... Okay, jetzt haben die uns sowieso gesehen. Oha, oha, sind betäubt. Oh. So kann man natürlich überhaupt nicht agieren, wenn man hier nichts sehen kann. Und, okay, da war noch so ein komischer Kobold-Rabauke noch mitgekommen. Das ist natürlich besonders wunderbar immer. Wie soll man denn diesen Scheiß schon wieder machen? Renn mal wieder. Speed schnell! So, jetzt machen wir es hier. Zack. Hat sich schon wieder ein Kobold, aber auch das gemischt. Komm, einen hauen wir um, einen hauen wir um. So, Nummer 2. Okay, aber immerhin einer weniger. So wird das noch ein paar Mal ablaufen. Rennen wir. Ja, da kann ich aber auch zustimmen. Manchmal ist es schon ganz schön extrem mit der Abzocke hier in EverQuest 2. Die, mit dem neuen Minigame, was wir ja vorhin gemacht haben, da gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich zusätzliche, ich sag mal, Versuche im Itemshop zu holen.
So, machen wir den scheiß Rabauken weg. Schaffen wir den noch? Den schaffen wir noch. Komm, 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 noch einmal, noch einmal, noch einmal. Noch einmal, noch einmal. Jawohl, wir haben den geschafft. Hochspringen. Ein Stückchen zurück. So, an dieser Stelle mache ich einen Schnitt und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch was, lasst es euch gut gehen und so weiter.